Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, soll ich euch mal was ganz Geiles jetzt verraten? Ich darf den Bausimulator, oh yeah, den Bausimulator jetzt schon einmal vorab testen und ich begrüße euch hiermit recht herzlich zu der ersten Folge vom Bausimulator. Ey, ich freue mich richtig. Ich habe gerade so Bock und ich hoffe, ihr habt auch sehr, sehr viel Spaß mitgebracht. Das, was ihr heute hier seht, das müsst ihr euch einprägen, denn das Spiel erscheint ja demnächst am 20. September 2022. Könnt ihr das Spiel auch dann sofort losdaddeln. Und ich zeige euch heute mal so einen kleinen Einblick, was man alles machen kann. Und wir starten einfach jetzt mal in ein neues Spiel. Wir können zu guter Erst einmal von verschiedenen Charakteren einmal auswählen. Also das, was wir gerne nehmen möchten an Charakteren, können wir uns gerne jetzt hier auswählen und dann noch einmal editieren. Ich muss bloß mal gucken, was wir alles hier haben. Es sind auf jeden Fall ein paar Charaktere mit dabei. Die haben aber keine einzelnen Funktionen oder irgendwelche besseren Sachen. Also die unterscheiden sich jetzt nicht voneinander irgendwie. Das ist eigentlich alles dasselbe. So. Wem wollen wir denn nehmen? Also ich finde ja sie hier. Die sieht gut aus, sie sieht gut aus. Kann man die drehen? Nee, ne? Nee. Und was natürlich klasse ist hier, ne? Guck mal, das Engelbert Strauß Logo. Na, das ist natürlich mit dabei von der Partie. Das ist ja mega, mega. Nö, ich nehme mal den nach vorne. Ich glaube, den nehmen auch die meisten. Schätze ich mal. Nehmen wir mal ihm hier. So. Ey, man kann den wirklich richtig schön editieren. Richtig schön anpassen. Jetzt brauchen wir bloß die richtige Farbe. Drehen können wir. Ah, drehen können wir so. Ah ja, okay. Da nehmen wir auf jeden Fall blau. PSA-Farbe. Ne? Das ist natürlich der Helm. Da lassen wir auf jeden Fall das Schwarz. Oder gibt es da auch was Helleres, was Gelbes irgendwie? Wir nehmen mal gelb. So. Dann gibt es auch noch verschiedene Art von Helmen, ja? Nö, da geht es nicht weiter. Gehörschutz. Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Eine Brille. Könnten wir rein theoretisch auch noch aufsetzen. Ich weiß nicht, ob man das später noch irgendwie ändern kann. So, die Symbole sind auch geil. Get to work. Weltenbauer. So. Das sieht alles gut aus. Also bevor wir jetzt hier direkt reinstarten, also nochmal vielen, vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung des Keys, dass ich das Spiel jetzt hier vorab einmal spielen darf. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Wir brauchen jetzt als nächstes einen Spielernamen. Da nehmen wir am besten gleich mal, naja, das war jetzt nicht allzu schwer. So, starte dein eigenes Spiel, Mehrspielerpartie beitreten. Wir starten unser eigenes Spiel, starten mit einer neuen Firma. Also ich muss mal sagen, also im Gegensatz zu den alten 2015er Bausimulator hat sich wirklich eine Menge getan hier schon im Menü. Also obwohl ich jetzt noch nicht mal hier starte, kann ich hier schon so viel einstellen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt kann ich sogar aussehen, wo ich spielen möchte. Ob USA, ob Europa. Wir nehmen auf jeden Fall Europa, das steht fest. Wir können unser Firmenlogo auswählen. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir nehmen die Warnweste, ne? Wir nehmen die Warnweste. Ja, wir gehen mal auf Nummer sicher. So, wir haben einen Firmennamen jetzt auszuwählen. Dann nehmen wir mal die Prepa AG. Die Premium Paule Arbeitsgemeinschaft. So. Und wir starten jetzt eine erste private Partie. So, da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt für einen ersten Auftrag hier reinbekommen. Ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive im Leben denkst du gerade über die Zukunft nach. Als das Schicksal an deine Tür klopft, mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Am Apparat ist Harper, ein langjähriger Freund der Familie und Betreiber einer ortsansässigen Baufirma. Wegen eines Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht dein Schicksal von jetzt auf gleich. Guck mal, da steht sogar mein Name. Ja, das ist ja cool, okay. So, Tutorial. Aha.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also ich habe jetzt vor, bevor das Video jetzt angefangen hat, habe ich noch nicht gar nicht reingeschaut oder so. Ich habe noch gar nichts irgendwie probiert. Alles klar, also das ist auf jeden Fall die normale Bausimulator-Steuerung. Also damit kommen wir auf jeden Fall zurecht, würde ich mal sagen. Das ist gut. Folge den Markierungen und sprich mit Harper. So, was haben wir denn noch? Bauabschnitt A, Einweisung. So, hier steht Paul dran, das finde ich cool. Wir können wieder springen, wir können mit Shift können wir rennen. Das ist jetzt erstmal richtig cool gemacht. Das ist gerade wie in so einem Ego-Shooter, man muss den Weg folgen, bis man ankommt am Ziel. Über den kleinen Berg erstmal, das ist ja cool. Echt nice gemacht, ey, die Atmosphäre gerade hier, ne? So, mit Harpe sprechen. Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich in das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Okay, also das mit den Unwetter haben wir ja schon mitbekommen. Das ist wirklich nicht schön. Ist noch ganz schön stürmisch aktuell. Und... ach, das ist die Pritsche. Das ist aber eine große Pritsche geworden hier. So, mit G einsteigen. So, das Kontextmenü. Ach so, können wir hier, aha, die Funktionen, Modus wechseln. Okay, das kriegen wir hin. So, wir brauchen das Abblendlicht. So. Können wir los? Wir können los, ne? Okay. Muss mich erstmal so ein bisschen hier reinfuchsen. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Kamera. Ne, ich würde gerne mal nach innen switchen. Oh, sieht das schön aus. Ach Leute, richtig frisch wieder hier zu sein. Ja, mega. Ach, das sieht wirklich klasse aus. Das sieht ja aus wie im Euro Truck Simulator. Kann man wirklich vergleichen damit, oder? So, außen. So, dann holen wir erstmal unseren Radlader ab. Und dann sehen wir weiter, ne, was uns hier noch alles so erwartet. Der Paule, der ist am ersten Tag in Arbeit, hier in Dienst, ne, und baut schon einen Unfall. Mann. Alter, dass der hinten so ausreißt, hätte ich gerade nicht gedacht. Das ging aber flott gerade hier, ne. So, dürfen nur auf Baustellen. Okay. Die Steuerung ist ein bisschen hartnäckiger als zum Beispiel in Alice oder so. Lenkt so ein bisschen schwerer. Aber es macht sich gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Wirklich nicht. Ach, schöner LKW. Wie sehen denn wohl die anderen Fahrzeuge aus? Ich bin da immer so richtig geflasht von und so gehypt. Dann will ich unbedingt alles sehen sofort. Ich denke mal, das ist der Cutradlader da. Der 950! 950M! Den bin ich selber schon gefahren. Das ist ja cool. Guck mal. Zuerst brauchen wir Licht. Schalte den mobilen Generator an. Okay. Machen wir direkt. So, wir haben eine neue Nachricht von Harper.
Der Erdhaufen muss von der Fahrbahn geräumt werden. Mit dem Radlader sollte das im Handumdrehen erledigt sein. Aber Moment mal, wartet mal. Ist da noch Strom irgendwie? Liegen da Leitungen frei? Nee, ne? Das ist die Polizei da hinten. Guck mal, die stehen hier. Was haben wir denn hier? Glückwunsch, du hast ein Sammelstück gefunden. Ein von 100. Ah, das ist bestimmt die, wie die Hufeisen im Landwirtschaftssimulator. Okay, also sieht alles gut aus. Überprüft haben wir. Dann steigen wir mal ein in den 59er. Der Radlader eignet sich, um große Mengen Schüttgut wie Erde, Kies oder Sand zu verladen. Richtig ausgerichtet eignet sich die Schaufel eines Radladers auch für Räum- und Planierarbeiten, so für das Verteilen von Schüttgütern. So, Schüttgüter aufnehmen. Mhm. Du kannst aufgenommenes Schüttgut auf der Ladefläche vom Kippern abladen. Okay. Um eine Fläche zu eben, senke den Ausleger. Okay, das kriegen wir hin. Fahre nun vorsichtig vorwärts und schiebe es auf diese Weise Erde vor dir her, um die Fläche zu begradigen. Mhm. Kompaktlader und Kompaktraupenlader, was es alles gibt hier. So, okay. So, Licht an, ne? Sollte man nicht vergessen. Ich muss mal kurz mal gucken. Das interessiert mich gerade mal, wie der von innen aussieht. Ah, das ist... Ah ja, gut, das ist die Variante mit Joysticks. Ich habe den früher mit richtigen Lenkrad noch gefahren. Ja, also da war es noch nicht so weit mit den Joysticks. Das hatten dann nur die größeren Radlader damals. So, kann man das hier aktivieren wie mit Maus? Nee, das geht nicht. So. So, eine Tankanzeige haben wir. Ist alles da, was wir brauchen. So, dann gehen wir mal wieder nach außen. So, dann gucken wir das einmal an. Ah, ist das geil, Leute. Ich freue mich auf dieses Spiel. Also ich hoffe, ihr habt auch so viel Bock mitgebracht wie ich jetzt gerade. Ich habe richtig Bock, gerade neue Folgen aufzunehmen hier. Obwohl das gerade mal das erste Video ist. Ist das geil. So, lade die Erde in den markierten Bereich neben der Fahrbahn. So, das kriegen wir hin in Handumdrehen hier, ne? Das sollte nicht lange dauern. Wir haben ja auch eine große Schaufel vorne dran. Die packt das auf jeden Fall. So, es gibt ja auch so eine Schwimmstellung beim Radlader. Damit kannst du dann auch den Boden platt machen. Vielleicht kann man das später noch machen im Spiel. Ah, hier, den Stein kriegt er nicht weg. Aber kennt ihr den 59M nicht? Also der kann eigentlich ganz schön was wegschieben, was aufnehmen. Das klappt hier nicht gerade so, warum auch immer. So. Also Harpe meinte, wir sollen das einfach hier alles auskippen. Und wenn man bei den Radlader dann auch noch Gas gibt, ne, geht das alles viel, viel besser. Dann arbeitet der viel ruhiger, sag ich mal. Also der schafft dann viel mehr. Hier schön reinfahren in den Haufen. Best mit so ein bisschen Anlauf. Stelle den Radlader in den markierten Bereich und gehe zu Harpe. Ach, das war's schon. Wir sollen gar nicht alles wegmachen. Also sollen wir bloß hier ansatzweise das erstmal wegschaufeln. Ist ja nicht schlimm. Ne? Wir gucken mal, was Harpe zu sagen hat. So. Soll ich einmal raus? Ja, ne? Ach, so eine Animation gibt's nicht hier, ne? Irgendwie eine Einsteig-Animation oder so? Nee? Okay. So. Wo ist denn der Harpe? Ach, hier ist er. Hier drüben. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator.
Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Okay, dann geht's erstmal mit dem Pritschenwagen rüber zum Supermarkt. Auftrag, es werde Licht angenommen. Ach, guck mal. Der Haufen ist weg. Der Radler da auch. Wurde anscheinend schon abgeholt. Die sind aber alle schnell hier unterwegs. Das geht's ja gar nicht. Hier auf der Baukarte vom Bausimulator. Ach, dann dürfen wir gleich, aha, den Pritschenwagen hier nehmen. Das abladen. So, versetze die, naja, in Kontextmenü. Aha, das haben wir ja vorhin schon mal einmal gemacht, ne? Stützen ausgefahren, jetzt fährt der Palfingerkran aus. So, das haben wir, sichtbare Anhängen, ah ja, für den Kranhaken. Dann kann man das hochbewegen, drehe mit D. Mhm. Das können wir, ah ja, dann haben wir wieder die Symbole. Ne? Das macht sich dann immer am einfachsten, wenn man die hat. So, die Ladefläche des Pritschenwagens wird von 2 Bordwänden geschützt. So, Aufladen. Drücke Leertaste, abzuladen, befindet sich. Alles klar. Dann schwingen wir uns mal rein in die Aktion hier. Mal hier und jetzt muss ich das bloß noch ausfahren, richtig, ne? So, ein bisschen nach rüber. Jetzt können wir ausfahren. So. Wo ist denn jetzt das Teil? Ach, da. Müssen wir doch ein bisschen ein Stückchen nach vorne. Ach, jetzt sind wir draußen. Ups. So, ich guck mal nochmal hier eben. So, drehen mit D und A die Basis des Ladekrans am Boden. Ja. So, verbinden ist damit Leertaste. So, gut. Ah, wir gehen noch ein bisschen höher hier, warte mal. Müssen wir nicht unbedingt jetzt den Pritschenwagen aufmachen. Die Klappe öffnen. Ah, ich liebe sowas hier. Kann man richtig entspannen. Ne? Gerade beim Bausimulator. Ich habe gerne den 2015 Bausimulator gespielt. Das ist echt, echt cool gemacht. Auch die Grafik, Leute, sieht wirklich richtig schön aus. Den können wir jetzt direkt aktivieren, einschalten und dann sind wir fertig hiermit. Okay, sprich mit Harpe. Bauabschnitt A, ja. Ich guck mal, was er noch hat. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Also Leute, ganz im Ernst, ne? Der Harpe, also der triezt uns ja förmlich hier, ne? Wir sollen machen. Mach schnell. Los, Paule, renn. Wir müssen. Ich hab's schon gesehen, die Laterne da oben. Wir müssen ganz, ganz schnell jetzt handeln. Wir müssen... Das ist ja aber auch ein kleiner Streuner hier, ne? Also, bloß nichts anfassen. Ich muss alles alleine machen hier. Das gibt's ja gar nicht. Aber ehrlich gesagt, mich stört's nicht. Also, ich bin wirklich froh gerade, das hier zu machen. So. Ach, guck mal, wir sind schon vorbei. Na, jetzt machen wir mal ein bisschen in den blauen Haken. Dann haken wir das an hier und dann können wir die Laterne nach unten ablegen. So.
So, angehängte Materialien können mit Shift gedreht werden. Es werde Lichtabschnitt beendet. So, das stimmt wohl. Wir brauchen ein paar Materialien vom Baustoffhandel. Du findest ihn in ein paar Häuserblocks entfernt. Besorge die benötigten Teile und komm wieder zurück. So, und das können wir auch automatisch machen. Das ist die Funktion hier. Gut. Ehrlich gesagt finde ich das immer besser, wenn man es manuell macht. Aber ich glaube das schon. Wenn man keine Zeit hat so wirklich, dann will man das bestimmt unbedingt automatisch machen, bevor man das alles manuell wieder zurückfährt. Aber ich sag mal, hier beim Pritschenwagen geht's eigentlich noch, ne? Da gibt's Schlimmeres. So, Leute. Ich denke erstmal, für den Anfang sollte das erste Video vom Bausimulator erstmal reichen, als kleinen Einblick, was alles möglich ist, was man machen kann, was noch kommen wird. Das erfahren wir dann in den nächsten Videos, in den darauffolgenden Videos. Also ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr den Bausimulator bis hierhin findet. Und dann können wir das gerne mal so ein bisschen ausplaudern in den Kommentaren. Und dann würde ich hier an dieser Stelle gerne weitermachen in der nächsten Folge. Also wenn ihr Bock habt, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich für meinen Teil bin wirklich erstmal richtig, richtig geflasht. Das sieht so gut aus, Leute. Also ihr müsst unbedingt, wenn das Spiel rauskommt, das auf jeden Fall spielen, antesten, was auch immer. Vielleicht habt ihr das sogar schon angetestet. Auf der Gamescom konnte man das schon anspielen. Ja, also ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, vielleicht dann auch schon auf unserer ersten großen Baustelle. Und ich hoffe, das Wetter ist dann auch dementsprechend besser. Hoffentlich kommt mal die Sonne raus. Dieser Sturm, das Unwetter muss nicht unbedingt sein. Nicht, dass die Feuerwehr noch ausrücken muss. Das muss ja nicht unbedingt sein hier, ne? Dafür ist es ja auch ein Bausimulator. Gut, Leute, macht's gut. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und vielen, vielen Dank nochmal an das Team von Astragon für die Bereitstellung des Keys für den neuen Bausimulator. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.